Dieses Video stellt eine Fortsetzung des Videos über Denial-of-Service-Angriffe dar und geht jetzt um Distributed Denial-of-Service-Angriffe. Diese richten sich dann gegen eine Bitrate der Serveranbindung. Das heißt, dass die komplette Bitrate hier ausgenutzt wird, dass dann nur unsinnige Datenanfragen irgendwie kommen und der normale Datenverkehr nicht mehr durchkommt. Sie erfordern eine größere Vorbereitung als einfache Denial-of-Service-Angriffe. Üblicherweise basieren diese Angriffe auf Botnets, das heißt auf, auf einzelnen Rechnern, die heimlich unter der Kontrolle eines Angreifers stehen. Das heißt, aus der Sicht des normalen Nutzers dieses Rechners ist der Rechner ganz normal. Man kann damit alles machen, wie man es gewohnt ist. Nur heimlich führt der Rechner manchmal Angriffsoperationen mit aus, wenn derjenige, der den Rechner fernsteuert, dies so möchte dann. Ne? Hier hat sich jetzt eine ganze organisierte Kriminalität gebildet, bei der laut BSI ein Botnetz mit 10.000 Rechnern für $200 pro Tag angemietet werden kann. Botnetze, die waren in der Vergangenheit hierarchisch organisiert mit ein oder mehreren Schichten von Bots. Das heißt, man hat hier eine zentrale Kontrolle gehabt. Die haben dann die Befehle von dieser zentralen Kontrollstelle, dem sogenannten Command-and-Control-Server, wurden Befehle an die Bots weitergegeben. Die Bots haben diese Befehle eventuell noch an andere Bots weitergegeben und dann erfolgten die Angriffe von allen Bots gemeinsam gegen das Ziel. Die Kommandos wurden dabei typischerweise mit Peer-to-Peer- oder Chat-Protokollen gegeben. Neuere Botnetze, die weisen jetzt eine Organisation als Peer-to-Peer-Netze auf, nachdem ja die Angreifer jetzt etwas dazugelernt haben. Denn es gelang den Sicherheitsbehörden, einige große Botnetze zu beseitigen, zum Beispiel das Rostock-Botnet im Jahr 2011, was noch mit der hierarchischen Struktur organisiert war. Gerade dieses Beseitigen dieses Rostock-Botnetzes führte zu erheblichen Auswirkungen. Das globale Spam-Volumen sank erheblich, weil viele Spam-Mails aus diesem Netz gesendet worden waren. Jetzt, wo die Organisation als Peer-to-Peer-Netze erfolgt, sind sie deutlich schwerer zu beseitigen. Die Netze sind robuster, das heißt, wenn einzelne Knoten hier aus dem Netz entfernt werden, funktioniert das Netz immer noch sehr stabil dann. Ne? Und es wurden auch schon sehr große Netzwerke hier entdeckt, die Millionen von Rechnern umfassten. Ja, hier haben wir jetzt mal ein Beispiel, wie so ein Ablauf ist mit einem relativ einfach strukturierten Botnetz, was hierarchisch arbeitet. Und zwar schickt hier der Angreifer dann an einen Command-and-Control-Server den Angriffsbefehl und dieser Command-and-Control-Server gibt den dann weiter an alle Server oder Endgeräte, die insgesamt unter der Kontrolle des Angreifers stehen. Und die greifen dann alle gemeinsam den Zielserver an, schicken dann sehr viele Daten dahin, verwenden zum Beispiel solche Synflats, wie das in dem vorherigen Video schon erklärt wurde. Denial-of-Service-Angriffe, die gibt es jetzt nicht nur dann, wenn es diese Bots gibt, das heißt Rechner, deren Benutzer unfreiwillig an diesem Denial-of-Service-Angriff teilnehmen und denen das oftmals gar nicht bewusst ist, sondern es gibt auch die Fälle von freiwilliger Mitarbeit, insbesondere dann, wenn es um solche Art von Hacktivism geht. Dann, ne? Beispielsweise wurde ein Werkzeug Loic, das erst eigentlich als Open-Source-Werkzeug für Netzwerk-Stresstests, also für legitime Überlastungstests in Netzen verwendet wurde. Das entwickelte sich immer mehr zum Denial-of-Service-Tool und gilt heute sozusagen nur noch als Denial-of-Service-Tool, bei dem allein schon das Runterladen des Tools strafbar ist. Das Tool ist sehr einfach zu bedienen und erzeugt dann eine ganze Flut von TCP- und UDP-Paketen.
Hier oben sehen wir jetzt diese, oder in dieser Abbildung sieht man jetzt die grafische Oberfläche von dem Tool. Hier trägt man in diesem Bereich dann einfach ein, wen man hier angreifen möchte, und kann hier unten noch gewisse Parameter einstellen, soll das mit TCP oder UDP sein und ob man dann noch gewisse Nachrichten mitschicken möchte. Und dann kann man hier oben einfach den Angriff starten. Was man hier noch als Varianten hat, ist, dass man das entweder selber machen kann, wie es jetzt hier, wie ich sie Ihnen jetzt eben erläutert habe, oder man kann auch über ein Chat-Protokoll, IRC-Chat, einem Chat-Server das Kommando über den eigenen Rechner übergeben, und so kann dann ein koordinierter Angriff hier organisiert werden. Andere Angriffsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Denial of Service basieren auf dem Domain Name System und nennen sich DNS Amplification Angriff. Amplification bedeutet Verstärkung. Das heißt, die Bitrate, die die Angreifer zur Verfügung haben, die wird mit dieser Methode deutlich verstärkt. Hierbei werden jetzt DNS-Server im Internet mit einbezogen. Und zwar solche DNS-Server, die öffentlich sind und die auch Anfragen beantworten, die gar nichts mit dem eigentlichen Dienst zu tun haben. Zum Beispiel betreibt Google einen öffentlichen DNS-Server unter der Adresse, die aus 4x8 besteht. Diesen Google DNS-Server, den kann man auch DNS-Anfragen stellen, die gar nichts mit Google zu tun haben. Also nicht nur eine Anfrage wie ist die IP-Adresse zu www.google.de, sondern auch zum Beispiel, wie heißt der Mail-Server oder wie ist die IP-Adresse des Mail-Servers der Fachhochschule Lübeck? Auch sowas würde dieser DNS-Server beantworten. Und rekursive Art bedeutet dabei, dass wenn man diesen Server etwas fragt, der Server hat die Antwort nicht, dann wird er entsprechende Schritte unternehmen, um das herauszufinden und dann die Antwort schicken. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass der Server dann, wenn er es nicht beantworten kann, einem mitteilt, dass er es nicht beantworten kann und dann einen anderen DNS-Server nennt, den man eventuell kontaktieren kann. Auf diese Art und Weise, oder wenn diese DNS-Server so verwendet werden, dann führen kleine Anfragen an die DNS-Server zu sehr großen Antworten, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier 64 Bytes an den Server hinschicke, dann kann die Antwort größer als 3000 Bytes sein. Das heißt, das Ganze ist um einen Faktor hier 50 verstärkt. Und ausgerechnet Einträge für das DNSSEC, die sind für diesen Zweck missbrauchbar. DNSSEC ist ja eigentlich eine Verbesserung des Domain Name Systems, um dieses sicherer zu machen, aber nicht jetzt sicherer bezogen auf Denial-of-Service-Angriffe, sondern bezogen auf Fälschungen der Angaben, die im DNS sich befinden. Jetzt gucken wir hier mal den Ablauf von so einem DNS-Amplification-Angriff uns an. Also der Angreifer, der sucht jetzt erstmal oder kennt vielleicht schon so einen DNS-Server A, und dem schiebt er so lange Einträge über einen gewissen Server Y dabei. Also Einträge, die sich dafür eignen, sind so TXT-Felder, wo man verbale Beschreibungen ablegen kann, oder auch halt dieses DNSSEC-Key-Feld. Okay, also der DNS-Server A hat jetzt dann gewisse Angaben über den Server Y gespeichert. Dieser Server Y muss kein DNS-Server sein, allgemeiner irgendwie Server Y. Dann schickt der Angreifer Anfragen an andere, an solche rekursiven öffentlichen DNS-Server und sucht nach Informationen über den Server Y, die auf dem Server A abgelegt sind. Also dieses kann man so machen, dass man sozusagen nach Anfragen fragt, die woanders abgelegt sind. Und das führt dann halt dazu, dass diese Server, DNS-Server X hier, dass die alle diese langen Einträge von dem DNS-Server A erhalten. Das heißt, alle diese Server sind jetzt mit langen Einträgen präpariert. Jetzt kann der Angreifer nochmal viele Anfragen an all diese DNS-Server schicken und unter Verwendung der IP-Adresse des Opfers. Damit erhält das Opfer in der Folge sehr viele Antworten von all diesen DNS-Servern. Und die Bitrate dann zu dem
Zielserver wird damit erschöpft dann. Ne? Was man jetzt in dem Bild nicht sieht und was aber auch typischerweise der Fall ist, ist, dass das halt nicht nur ein Angreifer ist, der das auch nicht von sich selber ausmacht, sondern der Angreifer würde jetzt viele Bots hier in diesen Angriff mit einbeziehen. Andere DDoS-Angriffsmöglichkeiten sind einmal Angriffe, die basieren auf dem Network Time Protocol und sind ganz ähnlich wie DNS Amplification. Hier würde jetzt so ein Eintrag bei so NTP-Servern namens Monolist missbraucht und auch dann in vielfacher Art und Weise an das Opfer geschickt, sodass das auch dann die komplette Bitrate erschöpft dann. Ne? Und wenn Sie sich nochmal an das Syn-Flooding zurückerinnern, war ja da der Fall sozusagen, dass man einen Three-Way-Handshake nicht komplett aufbaute, wogegen man sich aber mit den Syn-Cookie-Methode schützen könnte. Jetzt ist aber eine andere Möglichkeit für die Angreifer, dass sie die Verbindungen zwar komplett aufbauen, dann bei den Verbindungen aber nur sehr wenig machen. Also die Verbindung wird aufrechterhalten, aber sie tun gerade so wenig auf der Verbindung, dass die Verbindung nicht vom Server abgebrochen wird. Dadurch kommen auch sehr viele Verbindungen auf dem Server, die gleichzeitig aktiv sind, zustande und überlasten die Ressourcen auf dem Server. Denial-of-Service-Angriffe, die haben in den letzten Jahren eine sehr große Bedeutung erhalten und auch manche Angriffe, die hatten so ein hohes Datenvolumen, dass es längst nicht nur die betroffene Institution betraf, sondern auch noch andere Teilnehmer am Netz. Zum Beispiel ein DNS-Amplification-Angriff auf Spamhouse, eine Anti-Spam-Organisation im März 2013, erzeugte ein Datenvolumen von 300 Gigabit pro Sekunde und ein ähnlicher Angriff wurde auch noch mal im Frühjahr 2014 beobachtet. Hier ist jetzt mal ein konkretes Beispiel aus der Realität von so einem Denial-of-Service-Angriff. Der zentrale Hochschulsport München, der Verantwortliche dafür, erhielt dann folgende Drohmail, dass man hier eine gewisse Summe an Bitcoins bezahlen solle und wenn das nicht wäre, dann würde eine Denial-of-Service-Attacke durchgeführt dann. Ne? Diese Drohung erwies sich jetzt allerdings nicht als leere Drohung, sondern hier erfolgte tatsächlich ein Denial-of-Service-Angriff und glücklicherweise war es allerdings so, dass bei den Dateneinheiten hier diesen HTTP-Anfragen war es so, dass die sich von normalen HTTP-Anfragen unterschieden und auf gewisse Filterkriterien hier, wie die Reihenfolge war und wie die Sprache war, konnte man das Ganze dann in seinen Auswirkungen relativ minimieren. Ja, der Schutz vor Denial-of-Service-Angriffen ist allgemein sonst nicht so einfach dann. Ne? Man kann hier eventuell gewisse kommerzielle Dienste in Anspruch nehmen. Diese kommerziellen Dienste bieten an, dass im Angriffsfall wird der Angriffsdatenverkehr auf deren Rechenzentren umgeleitet, die an zentralen Punkten des Internets sind und eine sehr hohe Netzwerkanbindung, also mit Hunderten von Gigabit pro Sekunde, aufweisen. Und wenn der Angriff vorliegt, erfolgt eine entsprechende Rekonfiguration, wobei dann Anycast verwendet wird, um diese verschiedenen Rechenzentren dann hier mit einzubinden. Dort würde der Verkehr dann gefiltert, wichtige oder legitime Anfragen von nicht legitimen getrennt und nur die legitimen an den wirklichen Server weitergeleitet. Ja, eine unschöne Situation findet man insofern heutzutage vor, dass das Internet Service Provider ja eigentlich gefälschte IP-Adressen blockieren sollten. Sie kennen ja Ihre Adressräume, die Sie haben und wenn Sie jetzt Daten von Kunden erhalten, dann könnten Sie auch die IP-Adressen kontrollieren, ob die Kunden tatsächlich nur IP-Adressen verwenden, die diesen tatsächlich zugeordnet sind. Diese Maßnahme wird auch als Ingress Filtering oder BCP 38 bezeichnet und würde ja andere vor Angriffen schützen, aber sie wird nur zögerlich umgesetzt da. Ne?